Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das uns ein Schneider basteln kann. Und zwar habe ich hier einmal das kalte Kissen. Und ja, was macht das? Platziert ein kühles Kissen für den Fall, dass es auf dem Hosenboden gab. Also wenn man Arschversohlt bekommen hat, dann kann man das kühle Kissen gut gebrauchen. Und ja, wo kriegen wir das her? Das kann einmal ein Schneider bauen. Oder wir kaufen uns das aus dem Auktionshaus. Bei mir kostet es gerade, Marktwert sind es 8500 Gold, also nicht so viel. Eventuell könnt ihr ein bisschen was sparen, wenn ihr euch dieses Kissen hier einmal craften lassen wollt. Kissen, jetzt schauen wir mal. Da gibt es verschiedene. Hier nehmen wir das kalte mal. Und zwar seht ihr, hier mein Add-on-Auktionator sagt mir quasi, die Mats würden im Auktionshaus nur 3000 Gold kosten. Und TSM sagt mir, im Auktionshaus ist das Item für knappe 8k, heißt, wenn ihr einfach hier einen Arbeitsauftrag stellt in Waldracken, dann kriegt ihr es ein bisschen günstiger. Die Mats sind jetzt nicht sonderlich toll, das sind hier ein paar geschwungene Vogelfedern, schillernde Feder braucht man, Wildfadenspule und azurgewobene Ballen. Alle diese Sachen gibt es quasi im Auktionshaus für, wie gesagt, insgesamt 3k Gold. Und da kommt ihr dann ein bisschen günstiger, wenn ihr euch das quasi hier craften lasst. Ich habe das tatsächlich auch gemacht mit einigen Items, wie ihr seht, teilweise nur 500 Gold gezahlt fürs Craften lassen. Das geht bestimmt auch günstiger, weil, wie gesagt, die Leute wollen sich da so ein bisschen ihre Weekly-Quest abschließen, ne, durch die Arbeitsaufträge, beziehungsweise auch ihre Skillpunkte für das erste Mal herstellen holen. Gut, dann lernen wir es einmal und schauen uns das Ding auch mal an. Und zwar Kissen, doch, da haben wir es. Das kalte Kissen. Einmal aufgestellt. Und ja gut, es ist nicht sonderlich beeindruckend. Ah, schau mal. Ah, da gibt es noch einen Effekt drum. Was haben wir denn hier? Ihr habt doch nicht den Hosenboden versohlt bekommen. Okay, Zeit für eine Verschnaufpause. Das könnte man jetzt auch anders verstehen, aber ich spare mir jetzt mal jeglichen Kommentar an der Stelle. Also, ein cooler Effekt außenrum, muss ich sagen. Macht was her, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das ist einfach nur ein blaues Kissen. Ja, doch. Ist schon ganz nett. Das ist auch wieder ein Gefährt, also heißt, wir müssen es hier verlassen. Normal aufstehen geht nicht, falls ihr da Probleme habt. Und ja, damit sind wir auch schon wieder durch. Mehr ist es tatsächlich nicht. Mit dem kleinen Trick über quasi die Arbeitsaufträge könnt ihr euch vielleicht noch was sparen. Und dann wünsche ich viel Spaß bei eurem Kissen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.